You found a secret zone. Und da gab es einen Diamanten. 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 So. Zack, 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 zack. Dann chillen wir mal wieder zurück. Mit dem Gamepad hier zu sitzen ist wesentlich entspannter. Nein! Der hier war der richtige. So. Ich wollte gerade sagen, mit dem Gamepad hier zu sitzen ist wesentlich entspannter, weil ich mich so ein bisschen weiter zurücklehnen kann und nicht so nah an die Tastatur ran muss. So. Ich habe übrigens dadurch, dass das Spiel das Gamepad nicht auf dem digitalen Stick... Also das Spiel erlaubt es mir nicht, mit dem digitalen Stick zu steuern. Das heißt, ich musste Joy2Key... Das ist ein kleines Programm, womit man das Joypad auf das Keyboard ummappen kann. Weil ich spiele im Endeffekt mit der Tastatur. Also das Spiel denkt, ich spiele mit der Tastatur. Das kann man hier bei den Options sehen. Controls, Keyboard. So, jetzt muss ich aber tatsächlich mal an die Maus. Back, back, resume. So. Hier, wie man sieht, deaktiviert. So, ein bisschen live regenerieren. Das ist immer ganz praktisch. Ich müsste den möglichst schnell wieder hochrüsten auf 2 Regeneration. Oh, Äpfel. Nom, nom, nom. Also als Magier waren die Äpfel wesentlich besser quasi, weil man hatte nur 20 Energie. Kurz mal safen. Erstaunlich. Es scheint ja auch zu wirken, wenn ich nicht wirklich nah am Gegner bin. So, den Gegner zu vergiften. Also ich dachte schon, ich muss wirklich jedes Mal... Na, jetzt stört das Mikrofonkabel. Ich muss jedes Mal nah an den Gegner ran, aber muss ich im Endeffekt gar nicht. Nee, das Mikrokabel stört jetzt wirklich ein bisschen. Das ist nämlich gerade so zwischen Hand und Joypad, das Mikrofonkabel. Und deswegen, ja... Oh, bin ich da gerade drumherum gelaufen um die Spikes? Das ist ja praktisch. Ich könnte auch ein bisschen strafen. Ich bin schon wieder vom Mikrofon weg. So, als wäre das Mikro irgendwie mit irgendwas angesteckt, so quasi. Sterbt, bitte. Hier ist ja gar nichts. Warum habe ich denn hier so... Na, egal. So, latschen wir mal nach unten da. Da geht's weiter. Nein. Ah, hier an der Ecke sehe ich nichts. Haha. Gesäbt. Stirb. Wow. Wow. Wo kommt das denn her? Ach, da ist noch einer. Und noch so ein Fetter. Haha. Tot. Tot bist du. Ja, hahaha. Und du stirbst bitte auch. Ist das da... Nein, das ist der goldene Schlüssel, oder? Ja, der goldene Schlüssel. Stirb bitte schnell. Danke. Ah, ja. Ich weiß übrigens nicht, was die rotäugigen Fledermäuse von den normalen unterscheidet. Also, für mich sind das einfach nur Fledermäuse. Och nö, da unten schon wieder. Haha, geil. Das war super. Oh nein! Ich hasse diese Pflanze, ehrlich. Ich hasse sie. Weil die mich nämlich relativ schnell killen kann. Durch ihre komischen Stacheln da. Da ist sie. Vendor-Coin. Au. Wie man sieht, macht die so ein bisschen Schaden, die Pflanze. Und man muss immer rumlaufen. Und ich bin nicht gut im Rumlaufen. Ich hasse diese Pflanzen. Ah, endlich ist sie tot. Die sind so ätzend. Da mag ich wirklich die Dinger hier viel lieber. Auch wenn die mich regelmäßig umbringen hier. So, kurz mal hier einen Geheimgang mit Safe und was zu futtern.
Und da haben wir schon einen Schwertmeister. Dagger Damage. Increases Dagger Damage from 9 to 14. Und Dagger Poison. Increases Poison Damage from 10 to 14 per second. Den kaufe ich. Oh nein, jetzt fehlen uns 10 Münzen. Gucken wir mal, ob wir die nicht irgendwo hier schnell da haben. Die liegen hier sicherlich irgendwo noch da oben zum Beispiel. Haben wir jetzt schon 10? Falsche Taste. Ja, 10 haben wir jetzt schon. Waren doch 10, oder? Ja, gucken wir mal. So, ja, hier, Dagger Damage. Zack. Einmal kurz aufgerüstet. Jetzt machen wir auch mehr Schaden mit unserem kleinen Schwert. Das ist also tatsächlich ein kleines Messer, was er da hat. Was vergiftet ist. Ich hätte jetzt gedacht, er hat irgendwie auch so Zauber, aber naja. Bis auf dieses komische Ding, was wir da werfen können, hat er ja jetzt nicht wirklich Spezialfähigkeiten. Was aber nicht heißt, dass wir das nicht später aufrüsten können. Also das Ding hier frisst aber ganz schön viel. So. Und wir haben den Schlüssel. Jo. Hallöchen. Nein, das war nicht so klug. Ich neige dazu, immer so ein bisschen zu übertreiben, wenn ich so die Kombos drin habe. Momentan haben wir ja noch nicht dieses Kombo-Ding, wo wir uns quasi erwehren können. Das wird ein bisschen viel. Sterb doch endlich mal. Ja, das zum Thema Rumstrafen. Alter. Jetzt haben wir wieder ein Combo drin. Schade, dass sie da nicht auch Magie regenerieren. Oh, jetzt hat die Fledermäuse geweckt. So, sterbt. Sterbt bitte alle schnell. Wow, ich spiele schon seit fast 40 Minuten. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das hier nach Viertelstunde quasi zu Ende ist. Ja, den Hügel... was? Lass mich. Ah, die Stachelviecher sind fies. So. Ich bin hin und wieder ein bisschen konzentrierter. Only 3 more to go. Heißt, wir brauchen noch 3 von diesen lustigen Feldern. Jo, das hat reingehauen. Ach, wie ich das mag. Hätte der Zauberer nur auch so eine Attacke gehabt, dann hätte ich die so oft genutzt. These spike traps are disabled on easy mode. So. Tatsache, die sind deaktiviert. Komischerweise habe ich beim letzten Durchspielen auf Easy Mode waren die alle aktiviert. Das heißt, ich konnte da nicht einen Zentimeter gehen, ohne dass diese Spike Traps aktiv waren, weil die sind immer abwechselnd aktiv. Also soll heißen, da muss man dann immer kurz warten, dann weitergehen, dann wieder kurz warten und weitergehen. So im Sinne von weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. So, da oben habe ich doch irgendwo noch... Ja, da war noch ein Apfel und da ist noch was. Und da habe ich auch noch was ausgesehen. Ausgesehen, ausgelassen. Hier. Na. So. Da oben ist nämlich noch so ein Trittfeld. Zack. 2 more to go. Wir müssen auf 2 von diese Felder treten, um irgendein Secret zu offenbaren. Übrigens nicht wundern, hauptsächlich besteht das Spiel aus Kisten zertrümmern und Münzen einsammeln. Ich weiß gar nicht, habe ich hier irgendwo, da habe ich doch noch Gegner übersehen. Das kann doch wohl nicht angehen. Da ist noch so ein Feld. Zack. Oh, habe ich dich vergessen? Ich wollte dich natürlich nicht vergessen. Keine Sorge. So, one more to go. Das heißt, einen noch. Hier unten waren wir auch noch nicht. Fledermäuse sind schöne Gegner, um diesen Combo auszulösen. Weil sie eben recht
in recht hoher Anzahl auftreten im Vergleich zu denen hier, weil hier sind ja nur irgendwie 1, 2 oder 3. Das ist keine Hexerei. Zack, Sequence completed. Das heißt, wir haben jetzt irgendwas aktiviert, was auch immer. Also es kann sich entweder irgendwo eine Wand geöffnet haben oder sonst irgendwas passiert, ich weiß es nicht. So, also wenn ich so weitermache, glaube ich, ich schaffe sogar den ersten Endboss. Ich weiß gar nicht, was das war. Das war irgend so ein komisches, blödes Monsterviech. Was weiß ich. Siehst du, hier kann ich einfach durchlatschen. Lalalala. Ein Vendor-Coin. So, zack, zack. Bam, 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 bam. Alter, da sind noch ein paar mehr. Nein. Ich habe nicht mehr genügend Magie. Nein, ich wollte den Schalter betätigen. Ah, das war keine gute Idee. Nein. Sterbt. Ihr auch. Nein, keine... Ach, das kann doch wohl nicht angehen. Immer wenn ich Mana brauche, habe ich keine mehr. Klick. Geld. Ah, na toll. Ich will hier nicht links. Nein. Alter, nein. Da hinten ist ein extra Leben, oder? Knups, knups. Das war jetzt nicht so gut. Nein, ich habe keine Mana mehr. Ah, immer wenn ich von denen erwischt werde... nein. Nein, da gehe ich jetzt nicht längs. Na, kommt her, meine Kleinen. Lasst euch von diesen lustigen Spikes zermetzeln. Kann er wohl nicht angehen hier. So. Na, da sind noch mehr. Zack. Das kann ja wohl nicht angehen. Nein. Alter, nein! Fuck! Da ist ein Safe. Der bringt mir aber eigentlich nichts. Daumenprobleme. Huh. Natürlich bringt mir dieser Safe nichts. Ich brauche Essen. Oh nein, wieder so ein Stachelviech. Ah, fuck! Ich muss mich hier echt konzentrieren. Immerhin macht man mit dem Ding hier ein bisschen mehr Damage als der Magier. Der Magier hat ja irgendwie nur einstellige Damage-Zahlen gemacht. Da hast du ewig gebraucht, bis du diese Kackpflanze da umgebracht hast. Ah, Bombe. Aber hier geht das eigentlich. Ich habe auch wieder genug Mana. Ich könnte mich eigentlich darüber trauen und die restlichen Viecher vernichten. Weil die Levels hier sind so designt, dass man meistens irgendwo wieder zurücklatscht. Obwohl, nee, ich lasse sie erstmal. Oh, hier komme ich ja schon wieder dahin. So. Immerhin. Zwei Kombos. Da ist eine Planke. Wie komme ich an diese Planke ran? Ich sehe nichts blinzeln. Da ist auch so ein komisches Feld irgendwie. Ah! Schande, das war blöd. Nee. Komm schon her. Na, komm zu Papi. Ha,